Lakeside Opening 2021. Es ist heiß ohne Ende, aber es ist nicht nur von oben heiß, denn wir haben eine Menge geile Autos da, die auch mehr als heiß sind. Die Jury ist gerade dabei, die ersten Autos, die sich angemeldet haben, zum Tuning-Wettbewerb zu bewerten. Ja, auch die Polizei war schon da, aber wir haben natürlich alles angemeldet, Corona-konform, alle Versicherungen, alle Genehmigungen sind da. Deswegen machen wir heute Party und das tut gut nach so langer Corona-Zeit, wo wir nichts durften, wo man quasi sich verstecken musste mit Maske etc. Hier wird Abstand gehalten und alles registriert, was registriert werden muss. Wir haben hier ein bisschen coole Sportwagen ausgestellt. Wir haben die Satin-Crew da, wir haben befreundete Menschen von Diamantis da, die uns Autos zur Verfügung gestellt haben. BMW M2, AMG GTR, Mercedes, ein paar Ferrari, zwei Lambos. Jimmy Pelker ist da mit seiner G-Klasse. Porno, geiles Auto. Wir haben einen Aston Martin da. Wir haben einen super coolen DJ, der steht da oben auf unserem Dreiachser. Der für die gute Stimmung hier sorgt auf jeden Fall. Wir haben erst 2,5 Stunden vorbei, sind knapp 300 Leute schon da gewesen, das ist total geil. Und das ist Max, der DJ. Und da hinten zeige ich euch jetzt noch, neben unseren Foodbikes, die auch ganz wichtig sind, geile Raps vom Hotel Linde. Max ist ein super geiler Hund, der macht Pullpork Raps, hat Eis dabei, veganes Essen dabei, also für jeden, der was braucht, ist was da. Ein bisschen bestuhlt, damit man bei dem Wetter auch ein bisschen Schatten findet, wenn man sitzen kann. Im Stehen geht das nicht den ganzen Tag, außer bei mir. Ich bin bei 14.800 Schritten übrigens. Hast du endlich mal geschafft. Ja. Und da draußen, da drüben stehen gerade die Autos, die bewertet werden. Man konnte sich anmelden für den Tuningpreis, dann kannst du ein paar Sachen gewinnen. Du kannst Felgen gewinnen, du kannst eine Fahrzeugpolierung gewinnen, du kannst Leistungssteigerungen gewinnen. All das und die Jury, Jimmy Pelker, Lina van der Maas, Jan-Erik Sloten sind gerade auf dem Weg und bewerten die ganzen Autos. Jetzt schau mal, guck mal hier, gerade, weil der gerade hinter uns steht. Guck dir mal bitte das Auto an. Guck mal. Und das ist das, warum wir es heute hier machen, um Autos zu sehen, Menschen zu sehen, die Leidenschaft am Auto haben, die Tuning geil finden. Und wir von Lakeside finden es natürlich cool, dass wir die Möglichkeit haben, solche Leute quasi hierher zu holen, einzuladen und mal zu sagen, dass es uns gibt am Bodenseekreis. Und wer es noch nicht kennt, sollte unbedingt mal vorbeikommen. Die meisten haben sich im Schatten versteckt, weil es natürlich heiß ist, bei über 30 Grad aktuell. Die Jury ist gerade hinten am BMW M4, da stehen sie, noch am Bewerten. Alle Autos werden jetzt einmal durchbewertet, dann gibt es einen Top 5 und dann gibt es eine Siegerehrung am Ende auf dem Wendeplatz vorne, wo es dann Preisverleihung gibt mit Pokalen etc. Ich bin gespannt, wer es ist, aber wir haben schon richtig krasse Autos gesehen. Und könnt ihr mal den Jungs und Mädels über die Schulter gucken? Lina, Jan-Erik, Jimmy, die sind gerade hier. Wir haben sie zuerst aufbereitet. Hör mal zu. Eisgestreit, wie das ganze Boot, komplett alles. Und dann komplett versiegelt über alles. Also die Arbeit machen die schon. Ich meine, meine alle Autos. Du selbst mal, wenn mein Vater so wäre wie du, so mit Autos, dann wäre ich so stolz auf meinen Papa. Ja, also wunderschöner M4, schön gemacht. Aber herzlichen Glückwunsch, wir haben ja den Preis noch. Ich kann nicht mehr. Guck mal. Oh, der Mr. Pelker ist noch am Start. Oh, wir haben es geschafft. Warte mal, kannst du schon das singen? Jetzt Achtung, warte. Früher. Ich konnte nur come on. Sing Halleluja kann ich auf jeden Fall. Das war's vom Lakeside Performance Opening 2021. Unsere Premiere hier am Bodensee.
Ich bin richtig, richtig glücklich. So viele Menschen, die da waren. Alle haben sich benommen. Selbst die Polizei war super cool. Danke an die Polizei hier in Tettnang, ans Ordnungsamt, alle, die da waren. Haben entspannt reagiert, alle Genehmigungen akzeptiert, die auch da waren. Ich kann nur sagen, danke, dass es so war, wie es war. Ich werde mir jetzt noch meinen schönen Cappuccino hier einverleiben und dann, wenn die Kamera aus ist, gibt es das erste Bier. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr es geil fandet, kommentiert, liked und folgt natürlich. Und vielleicht auch unsere Influencer und eben Jury. Dürft ihr auch alle nochmal Jimmy Pelker, PP Performance, Lina van der Maas, Jan-Erik Sloten. Ein fettes Dankeschön. Danke an mein Team, Lakeside Performance, an meine Familie. Es war mir ein Fest. Dankeschön. Bis nächstes Jahr.